Hallo Taro, du wolltest dich selbst interviewen. Was denkst du denn dir dabei? Was denkst du dir denn? Hallo Taro, du wolltest dich selbst interviewen. Was denkst du dir dabei? Was soll das bringen? Was willst du damit erreichen? Also, liebes Selbst. Interview ist ja ein Wort, das man auch übersetzen könnte mit Zwischenschau. Zwischenschau. Zwischen reingeschaut. Zwischen die Zeilen. Zwischen die Momente. Mein Anliegen ist es bei dem Interview, bei dem ich mich selbst interviewe, dass ich einfach mal unverblümt mit mir selbst sprechen kann. Sonst denke ich ja meistens einfach nur über mein Leben nach, über mein Leben nach. Ganz automatisch ist der Denkapparat programmiert, sich um mein Leben gedankliche Gedanken zu machen. Da sage ich nur, geh danken. Los, jetzt geh mal danken. Danke, lieber Taro, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich wollte dir noch eine Frage stellen. Wie erlebst du denn so das Leben? Dein Leben? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich könnte nur vom direkten Moment ausgehen. Ich sitze hier nackt, wie die Welt diesen Körper hier hervorgebracht hat. Nackt auf Steinen. Die drücken leicht auf den Hintern ein. Nö, durch das Gewicht, das von der Schwerkraft auf die Steine gedrückt wird. Ja, ich erlebe eine sehr große Verwirrung. Ein spontanes Verwirrtsein darüber, dass ich mich mit mir selbst beschäftige. Wenn ich nach mir selbst schaue und denke, wer bin ich denn eigentlich? Wer lebt denn dieses Leben? Sich keine Antwort darauf. Mir gefällt nur dieser Spruch: Lebe das Leben, wie das Leben sich lebt. Da ist nur Leben. Was soll denn diese Aussage nun wieder bedeuten? Bedeutungsschwanger ragt sie über den Abgrund und fällt wie die Bedeutungslosigkeit. Nun, überleben wollen. Überleben wollen. Was ist das für ein Schwachsinn? Leben. Leben, leben, leben. Leben, leben, leben. Überleben. Oh mein Gott. Was hast du dir da bloß ausgedacht? Da willst du überleben und weißt gar nicht, wer du bist. Mann, bist du deppert? Bist du deppert oder was? Du weißt ja nicht einmal, wer du bist. Und dann versuchst du auch noch dieses Phantom, das, was du gar nicht weißt, überleben zu lassen wollen. Oder ist das nur eine Funktion des Körpers?
Ein Überlebensmechanismus. Den Umständen entsprechend konditioniert. Konditioniert. Bedingt sozusagen. Bedingt, was für ein Wort. Das Ding, das bedingt. Dingt. Es bedingt sich selbst. Mein Leben hat sich bedingt. Ja, lauter Dinge sind in mein Leben getreten. Und es ist schon alles geschehen, was jemals war in meinem Leben. Glücklicherweise muss ich nicht wissen. Nicht, ich muss es nicht wissen. Auch wenn ich es gerne gedanklich ein bisschen wüsste. Oder sogar sehr arg, was als nächstes kommt. Denn irgendetwas scheint nicht zufrieden zu sein. Mit diesem Moment. Oder mit dem Moment überhaupt. Es muss was anderes her. Ja, ein noch harmonischeres Leben. Es muss noch besser sein. Natürlich nur gedanklicher Natur. Weil, wenn ich mich umsehe, ist es einfach nur so, wie es ist. Weil es nicht anders sein kann. Möglicherweise. Oder auch nicht. Und es gehört wohl vollkommen dazu, dass da Gedanken sich denken, die um eine mögliche Zukunft kreisen, die vielleicht nie eintritt. Oder doch? Wer weiß es? Wer muss es wissen? Wer kann in der Freiheit verweilen, es nicht wissen zu müssen? Nicht wissen zu müssen, wer ist oder was ist oder wie was funktioniert und was passiert? Jenseits von Definitionen zu schmunzeln, zu genießen? Naja, geht's nicht nur ums Genießen? Das Hiersein genießen? Alles genießen? Selbst? Das Selbst? Was? Boah, ja, mach doch das, was dir gefällt, wenn du es kannst. Oder wenn du es willst. Aber wenn du es nicht kriegst und dich dann ärgerst, dass es nicht so ist, wie du es gerne hättest, kannst du das dann auch genießen? Und wenn du das genießt, diese Verrücktheit von einer Verschiebung, von einer gedanklichen Realität, die nicht da ist, mit der Realität, die es gar nicht gibt. Oh. Ja, danke für dieses Interview, Taro. Wie immer hast du nichts gesagt, was von Bedeutung wäre oder was relevant für irgendwen hätte sein können. Du hast dich einfach nur mit dir selbst unterhalten, weil du so in dich verliebt bist, du eitler Fratz. Aus vollkommener Eitelkeit heraus willst du nur mit dir selbst reden, weil du dich für den Besten hältst. Ist ja eh kein anderer da hier jetzt. Und wenn, dann, wer ist dann der Beste? Wenn wir zusammen sind, dann gibt's uns nicht mehr als einzelne Einheiten. Nein, dann sind wir ein gemeinsamer Organismus, der durch zwei funktioniert. Ist das so? Wer weiß? Hahaha. Naja. Lebe das Leben, wie das Leben sich lebt. Ja, dann passiert einfach alles, auch wenn nichts passiert. Genau. Auch wieder schön geschaut. Vielen Dank. Vielen Dank. Geh danken. Ja. Ich geh danken. Für Gott.